Die Aflenzerin Michelle Diepold ist Schülerin der HLW Leoben. Ihre große Leidenschaft gilt seit mehreren Jahren dem Rodelsport. 2016 war das Jahr von Michelle. Der Valentinstag 2017 war aber wohl der bisher erfolgreichste Tag der Naturbahnrodlerin. An dem Tag habe ich meinen ersten Juniorenweltmeistertitel einfahren können und da es meine letzte Juniorensaison ist, war es ein super Abschluss auch noch. Wir haben sehr viel Trainings zuvor gehabt auf der Bahn auch und das Material ist einfach perfekt abgestimmt worden auch. Es hat dann einfach alles voll super zusammengepasst. Ich habe nach dem zweiten Lauf geführt mit einem recht großen Vorsprung und habe dann gewusst, wenn ich jetzt nicht ganz komplett verhaue im Lauf, dann müsste es jetzt ausgehen. Aber natürlich war es noch sehr spannend, weil es können auch die Nächsten, was hinter mir sind, noch eine tolle Fahrt überlegen und noch alles aufholen. Aber es ist ja dann ja ausgegangen. Und auch bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in Obdach bestätigte Michelle ihre Topform. Und das, obwohl sie mit diesem Titel so gar nicht gerechnet hat. Es war, wie sie bis jetzt noch nie ausgegangen, den Staatsmeistertitel zu holen, auch nicht bei den Junioren. Es war immer irgendwer noch vor mir und deshalb habe ich nicht ganz damit gerechnet. Und auch 2017 soll es erfolgreich weitergehen. Also mein nächstes Ziel ist einmal auf jeden Fall, dass ich im Weltcup am Podest stehe. Und Hauptaugenmerk wird die WM sein in Rumänien. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil da haben vor 2 Jahren die Juniorenweltmeisterschaften stattgefunden, wo ich Dritter geworden bin. Und heuer haben wir einen Weltcup unten gehabt, was mir auch sehr gut gegangen ist. Und deshalb bin ich da recht erfreut, dass die WM da unten ist. Mit diesen erfolgreichen Vorzeichen kann der Weg von Michelle Diepold ja nur weiterhin nach oben gehen.